Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir den Weg zu Roseway gefunden. Das ist diese kleine Siedlung auf Terra 2. Und hier haben wir uns zuerst ein bisschen umgesehen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit den neuen Getierchen. Aber keine Sorge, diese Probleme, die können wir noch weiter ausweiten. Viel Spaß in der heutigen Folge. You're underestimating the importance of the Eighth Back. Blankenship. She's okay, but Lunsford has the highest rate of foot goals per game. But if you cross-reference with the skills of the opposing team, his hand goal rate plummets. What? Lunsford plays worse against better teams. Blankenship plays better. Alles klar. Dinge, die keine Sau interessieren. Oh, ein abgesperrter Raum. Es gibt hier echt zu viel Nahrungsmittel. Die haben richtige Namen. Vielleicht sollte ich mal ansprechen. Na gut, dann quatscht mal fröhlich weiter, wenn ich euch beklaue hier. Oh, nice. Kostenlos. Provisorischer Niedrigdruckanzug. Tech-Fähigkeiten. Spaßkanone. Erhöht den verursachten kritischen Schaden. Nice. Das gefällt mir, das gefällt mir. So, sicherheitsrelevante Situation. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen. Verdächtige Aktivitäten sind dem nächsten Anlagensicherheitsingenieur mitzuteilen. Keine Lust mehr auf juckende Verätzungen. Probier Anti-Cleos hochwertige Feuchtigkeitscreme mit Borstduft. Die machen selbst Werbung in ihren E-Mails, ey. Persönliche Daten. Tagebucheintrag 01. Ich fühle mich recht einsam hier. Jameson ist der Einzige hier, der etwas drauf hat. Aber selbst er sträubt sich gegen meine Führung. Wahrscheinlich eine natürliche Reaktion auf den unnachgiebigen Druck, den ich ausübe. Aber wenn er jemals nach Byzantium will, braucht er genau diesen Druck. Ich hoffe, dass er das einmal einsieht. Aber sollte das nicht der Fall sein, wird seine Arbeit so zumindest nicht meine Chancen verringern. Ich werde mir seine Berichte weiter anschauen, für den Fall, dass auch Sie der Korrektur bedürfen. Weitere Mahnungen können wir uns hier nicht leisten. Korrekturen auf Berichte? Ich habe gehört, wie Jameson heute mit War gesprochen hat. Er schimpfte über mich, dass ich ihn und alle anderen hier für meine Zwecke benutzen würde. Von War, dem faulen Kerl, würde ich diese Gehässigkeit ja erwarten. Aber Jameson, wie kann er nicht erkennen, dass mir sein Wohl am Herzen liegt? Es sollte mich wohl nicht überraschen, meine energische Zielstrebigkeit hat schon immer andere gegen mich aufgebracht. Aber worauf führt das hinaus? Mit unserem neuesten Durchbruch ist Byzantium für mich wohl zum Greifen nahe. Meine nächste Beförderung geht mit Sicherheit dorthin. Sofern man nicht durchschaut, dass ich versuche, die restlichen Idioten hier zu schützen. Zu schützen? Wovor? Ich werde dieses Gefühl der Unruhe nicht los, das mich umschließt. Es gibt keinen Sinn. Obwohl Trammel zwar noch keine genauen Datum genannt hat, versicherte er mir, dass Byzantium nur noch ein paar Wochen entfernt sein könnte. Warum beschleicht mich also dieses Gefühl der Leere? Wahrscheinlich schwache Nerven. Ich weiß, dass man mich akzeptieren wird. Wahrscheinlich geradezu verehren, wenn ich erst einmal ankomme. Die Frage ist, ist Byzantium ein anderer Planet? Ich glaube schon. Ich glaube, den habe ich gesehen. In der Auflistung der Planeten. Könnte aber auch einfach nur eine andere Kolonie sein, wie die hier auf diesem selben Planeten. Eine Bevölkerung in zu einem anderen Planeten, in ein anderes System. Aber finde ich schon ein bisschen happig. Das wäre eine krasse Beförderung, wo man erstmal monatelang unterwegs ist. War hier noch was? Automat. Werkbank entdeckt, nice. So, Tarnungsfähigkeiten. Nein. Ich will verkaufen. Die habe ich gerade an, oder? Nee. Ich glaube, ich kann gar nicht sehen, was ich gerade an habe.
Ich habe Langwaffen 7, Langwaffen 5. Alles klar, ich habe schon Langwaffen. Aber vielleicht gibt es einen besseren Helm für Langwaffen. Wissenschaft, schwer, Tarnungsfähigkeiten, Schleichen 7. Naja. Ein Zielfernrohr verringert Rückstoß und Fadenkreuzschwankungen. Nee, 800 Bits, ich gebe doch kein Geld für so einen Scheiß aus. Das suche ich alles selber. Nur legendäre Sachen kaufe ich mir. Wasser. Wasser ist immer gut. Ich bin am Verhungern. Ich fasse es nicht. Weißt du, so ein bisschen fehlt davon. Und ich bin am Verhungern. Das ist echt utopisch, ist das. Tossball. All about putting the ball. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Na gut, gehen wir zum nächsten Punkt. In die Comms. Hallo da. Andi, du bist der... Anton Crane, du bist ja der Chef hier des Ganzen, ne? Oh, was ist das denn? Küsst die Pit? Oh, da kommen wir nicht rein. Aber ob so ein geiles Schild machen. Was einen anlocken soll. Und du! Sei leise. Genauso wie du. Habe ich gern gemacht. Ich bin der Ungeziefer-Experte. War da jetzt was drin oder nicht? Nein. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich bekomme, du kleiner Pisser. Ich hasse es, wie er schnattert. Okay. Das war jetzt unfair. Ja, siehst du mal, noch einen großen Schritt zum nächsten Level gemacht. Nice. Orson Shaw. Oh, die Werkbank. Stimmt, ich wollte ja noch Werkbank benutzen. Und zwar... Ach nee, das Visier habe ich ja gar nicht gekauft, ne? Ach, ich wollte mir eigentlich das Visier kaufen. Magazingröße 11. Naja. Momentan haben wir Schockschaden, ne? Ist nicht der geilste Scheiß. Gehen wir und beklauen die Leute erstmal. Das... Oh. Offizierswirbel. Hört sich legendär an. Nein. Nee, ist es nicht. Ist einfach nur ein kleiner Dolch. Mit 68 Schaden. Schade. Schweres Maschinengewehr. Dinge, die ich verkaufen werde. Ist hier noch was? Wieso habt ihr alle dieses Lubrinescens-Spray? Was zur Hölle ist das überhaupt? Warum hat das jeder in seinem Badezimmer? Wo ist das überhaupt? Du, oder? Anti-Adrenalin-Inhalator. Warum? Ah, Outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Du bist doch hier in Sicherheit. Wovon redest du? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptodons? Ich habe gehört, hier gibt's Probleme und wollte das mal anschauen. Oh, well, good luck. Now, they got the carbon in here. It's just a matter of... Ah, Orson, you idiot. Just put it... Ah, of course, because I didn't... No, it's if I get this... Hallo? We're gonna get this solved. I mean, oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if we got the carbon in here, it's just...
Was machst du da? What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Or trying to, anyway. Warum trägst du denn diese Maske dafür? Wissenschaft, wenn du ein Kabel von dem Kondensator da legt. Okay. Brauchst du Hilfe? No. Well, yes. Well, no. Perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. Wo ist das Lager? Out the south gate. Follow the road. It'll be on the left, past the old lab. Auf der Link vom Südtor? Okay, schau mal nach. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? Nein. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Was? Wer bist du überhaupt? Was willst du von mir? Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken. Südtor. Achso, Südtor ist hier unten. Na klar, ich hab gerade die Karte im Kopf gedreht gehabt. Auf der linken Seite. Das hier. Oder das hier. Das hier, ne? Okay, ach, guck mal, ganz viele Punkte zum Erkunden. So, last but not least. Mr. Heinz, ich bin der Chef. Ist ganz komisch, dieses Spiel. Von der Grafik her. So bunt. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Hast du Schüsse draußen gehört? Nein. Seid ihr alles hirnverbrannte Wissenschaftler oder was? Weißt du, da sind Wachleute draußen vor eurer Tür. Wenn ich hier reinkomme mit einer Waffe, um euch alle zu töten, dann muss ich doch erstmal mich freiballern. Ich fass das nicht. Hast du den Notruf gesetzt? Yes, yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. May have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Unter Kontrolle? Sieht aber überhaupt nicht so aus. Was verbirgst du? I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. Warum hast du den Notruf nicht einfach abgebrochen? My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Sag mir, was ihr hier tatsächlich macht, oder ich gebe Ihnen selbst Bescheid. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over, regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Es geht hier um Zahnpasta? Dafür den ganzen Aufriss hier? Zahnpasta? One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Ich meine, es ist mir ja hauptsächlich egal, weißt du? Jedem das seine. Aber es gibt doch schon genug magersüchtige Leute. Da muss man denen doch nicht irgendwie noch irgendwas geben, damit sie nicht mal mehr essen. Du kannst das schönreden, wie du willst. Es ist trotzdem Zahnpasta. DE-Zahnpasta. Not just any diet toothpaste. The ultimate diet toothpaste. Okay. Die ist nicht euer Leben wert. Und was brauchst du jetzt von mir? Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us. Shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. Ah, da kommen sie alle her. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me.
Etwas übertraumatisiert, findest du nicht? No, realistic. I don't get that research back, I'll be released from my indenture contract. Aus dem Knebelvertrag entlassen, ist das nicht was Gutes? You can't be serious. No contract, no work. No work, you're a pariah, cast out, shunned. Soon you'll find yourself among deserters. Tja, haben aber offensichtlich ein schöneres Leben als du. You know, dregs, ne'er-do-wells, eking out a horrible existence on the periphery of society. Even if that's not my fate, I don't relish being sent to some backwater corporate township. Aber ja, ist auf jeden Fall besser, als bereits in einer verlassenen, rückständigen Konzernstadt zu leben. This is temporary and simply a means to an end. Klar. Klar. Ich habe verstanden, ich eliminiere die Schwachköpfe, hole deine Forschungsunterlagen. Soll ich mich auch um die Raptidons kümmern? Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Where's Jameson? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. Oh, nett. Nett. Also wenn er all seine Mitarbeiter so behandelt, dann ist es kein Wunder, dass alle ihn nicht mögen. Ja, ich werde ihn finden. Oder... Du hast ihn dem Tod überlassen, solltest du dich verschämen. Don't you think it weighs on me? He was my responsibility. All of them were. Are. Regardless of their thinking on the matter. If he has died, too many have been lost. Too many black marks against my name. And far too much paperwork. Papierkram. Ich werde ihn finden. Alles klar. Wir haben unsere Quests jetzt. Dann können wir jetzt rausgehen und töten. Und hoffentlich irgendwelche guten Waffen finden, die uns helfen könnten. So, soweit ich das verstanden habe, werden wir heute eine Mutter töten, oder nicht heute, sondern in den nächsten Folgen. Irgendwann. Und der nächste Punkt, den wir anreisen werden, ich glaube, das ist erstmal der da. Gucken wir auf die Karte, was sagt die Karte? Hier ist auch noch ein Ort, ne? Vielleicht sollten wir zuerst dahin gehen. Das sind ja auch alles Gebäude, ne? Sind das Gebäude, die man betreten kann? Nee, wir konnten dieses Gebäude hier betreten. Gut, gehen wir erstmal dahin. Da scheint ja noch ein Gebäude zu sein. Ich muss mich ganz genau umschauen, nicht, dass mich hier irgendwas überrascht. In diesem Schwierigkeitsgrad darf ich mich echt nicht überraschen lassen, das ist mich am Arsch. Was bist du? Huch! Oh, oh. Ah! Wo seid ihr? Kebo! Wart ihr nur zu zweit? Das wäre echt praktisch. Wenn so. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst tot. Das mit dem Leben wieder aufladen ist so genial. Ich habe jetzt wieder volles Leben, obwohl ich gerade gekämpft habe. Das wird mir so viel Stims, wollte ich schon sagen. Adrenalin. Schenken. Adrenatime heißt das, glaube ich, ne? Ich höre etwas knurren. Und etwas liegen. Oh, oh. Ich wurde gesehen.
Wie mache ich den Koloss jetzt am besten fertig? Da hinten sind auch noch welche. Ich glaube, ich muss den Koloss zuerst angreifen, ne? Okay. Der hat verdammt viel Leben. Kann ich nicht hier raufspringen? Ah, was wollt ihr jetzt machen? Ihr könnt mich anspucken, ihr Idioten. Der macht's wirklich. Ach du Scheiße. Okay, lauf, Zero, lauf um dein verdammtes Leben. Wir sind ein bisschen krasser drauf, als du dachtest. Okay, wir müssen uns aus einer anderen Position nähern. Der wird wahrscheinlich jetzt sein Leben regenerieren, deswegen. Wir müssen von hier kommen und mindestens einen schon mal wegsnipern. Warum steht hier eigentlich keiner und verteidigt? Wieso verteidigen alle drinnen? Ich meine, klar, die Tiere können keine Türen öffnen, aber... ist trotzdem scheiße, wenn einer mal raus muss. Dass sie gleich den Kopf verlieren durch die Dinger. Stimmt, ich hätte mir Müll verkaufen können. Leitepistole MK2, hallöchen. Stufe 16. 70 Schaden. Nicht schlecht. So, meine Damen und Herren. Du bist der Boss. Ja, du hast wieder volles Leben. Okay. Müssen wir uns zuerst um einen Kleinen kümmern. Hä? Und jetzt verziehe ich mich. Lad schneller nach. Reiß schneller. Das war knapp. Okay, die sind echt hart drauf, aber... ich bin überladen. Ja, ich bin auch durstig und hungrig. Es kotzt mich ab mit diesem Hunger und Durst, ne, dass das so schnell anschlägt. So, wo ist der Shop? Ich muss mal noch kurz ein paar Dinge verkaufen. Bar. Did Security Annie Cleo makes the best pharmacy. Ja, komm. Ich möchte Dinge verkaufen und zwar die Dinger hier. Ja, immerhin 10 Gewicht. Kann sich doch sehen lassen. Was haben wir denn hier noch? Grundleben plus 25. Natürliche Lebensregeneration hier. Pasta-Packung. Aber ich denke, ich habe auch sowas selber. Mit natürlicher Lebensregeneration, ne? Okay, es wird Zeit, hier ein paar Items zu verwenden, die wir haben. Wir haben nämlich ganz, ganz viel Grundleben. Natürliche Lebensregeneration da. Dann heile dich mal. Ich glaube nicht, dass das... Ich habe es mir besser vorgestellt, damit ich mich schneller heile. Und der da ist mir ein ziemliches Dorn im Auge. Der Koloss. Wie stellen wir das an, dass der weggeht? Also erstmal gehen wir so weit weg wie möglich. Damit die... Das heilt mich auch. Oh, lass mich nachladen. Oh Gott. Wieso hast du so viel Leben? Okay, es hat mich nicht so sehr geheilt, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie, dass der Alpha-Typ mich so einfach tötet. Oder abkratzt, ankratzt. Mich ja fast umgebracht hier. Gut, das war unproduktiv. Nicht das, was ich erwartet habe und ich bin müde. Das bisschen müde ist und der tritt durch. Oh, trinken.
Dann gucken wir mal, was wir für Nahrungsergänzungsmittel haben, um uns für den Trupp gleich ein bisschen zu stärken, wie uns erwartet. Ist hier noch irgendwas? Oh. Alles klar. Oh, das ging schnell. Voll geil! Nice! Danke, lieber Köters. Es wäre doch nicht nötig gewesen, dass sie mich einfach voll heilt. Aber dass wir hier an der Ecke nicht waren, finde ich ein bisschen seltsam. Gibt es irgendwas noch zu finden oder so? Eine geheime Truhe mit einer krassen Waffe? Destillerie entdeckt? Oh. Wo ist hier eine... Wo ist denn die Destillerie? Destillerie. Hallo? Gibt's hier Trinken ohne Ende? Wodka. Spacer's Choice irgendwas. Oh, sehr schön. Lebensregeneration ist doch gut. Noch mehr Essen. Wollkuhläufer aufheben. Wo ist der jetzt hin? Wollkuhläufer. Das ist ein Quest-Item. Der Geruch nach Wollkuh vergeht mit der Zeit. Könnte sich gut in einem der Crew-Räume der... Ah, so. Alles klar. Für die Crew. Armreif. Magnum. Oh, Mag 2 Zap. Fernkampfwaffenmod Magazin ändert den Schadenstyp der Waffe auf Schock. War Schock 2 oder was? Verbesserter 6 Schaden? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Oh, sehr schön. Geheime Orte zu entdecken sind immer noch die liebsten Beschäftigungen für mich. Ich liebe geheime Orte. So, wie werden wir jetzt dieses Problem da hinten los? Ich weiß, ich könnte einfach an denen vorbeigehen, aber ich sehe das nicht ein, dass ich mich denen beuge. Ich bin stur. Ich will sie tot sehen. Ich höre hier mal so Fußtritte. Das sind wahrscheinlich meine eigenen. Also jetzt nicht diese, sondern so richtig zwischendurch. Tritt, tritt. So. Okay, wir gucken mal. Was kann man sich so reinziehen, um diesen Kampf besser zu machen? Wir haben... der Zellheilung heilt binnen 2 Sekunden 25% Leben. Grundleben 25 hält zwar gut. Start, negative Statuseffekte. Geistattribute, was zur Hölle sind Geistattribute? Achso, Geisteshaltung und so. Hm. Nahkampfwaffen, Angriffsgeschwindigkeit, Lauftempo. Lauftempo ist nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Da. Scharfschütze. Kritischer Schaden plus 15 Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer. Okay, und Adrenatime brauchen wir auch noch. Aufladerate, wir brauchen direkt mehr. Grundleben. Natürlich die Lebensregeneration. Fadenkreuz schwanken, Fadenkreuz. Ja, nehmen wir das. Das klingt auch gut. So, was haben wir hier noch? Geistattribute. Rüstungswert. Rüstungswert ist vielleicht auch nicht schlecht. Grundleben. Adrenatein im Absturz. Alle Attribute minus 1. Gehgeschwindigkeit minus 10. Wer will denn sowas?
Ich glaube, sonst gibt's nichts. Na gut, dann müssen wir die Adrena, nicht Adrena, sondern die Zeitindikation nehmen. Hier. Okay, wo ist er hin? Wo ist Mr. Moppel? Jetzt geht's dir an den Kragen. Da ist der Dicke. Schießen wir erstmal so. Und dann... Kaboom! Schieß doch weiter! Wieso brauchst du so lange zum Schießen? Ah. Ich muss den Dicken loswerden. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Scheiße. Alter. Ah. Ist das schrecklich gegen die. Ja, Freunde, und mit diesem Tod verabschiede ich mich auch für heute von euch. Roseway ist eine etwas größere Herausforderung auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ihr solltet natürlich überdenken, wir spielen hier auf extremely hard und es ist auch extremely hard. Wir müssen uns da was überlegen und damit beginnen wir in der nächsten Folge. Ciao.